Na, klingeln jetzt schon die Glocken vom Osterhase? Oder müssen wir uns um Coronavirus beschäftigen, Harry? Was meinst du? Was ist gefährlicher? Der Coronavirus oder der Hase? Der sieht so ein bisschen aus wie der Jens Spahn, der Hase, ne? Unser Gesundheitsminister. Harry, stell dich doch mal kurz vor für die Zuschauer, wer bist denn du? Wir kennen uns schon seit 10 Jahren, kennen wir schon, ne, Harry? Hör mal auf. Seit 10 Jahren. Oh, so ein Hotdog sieht doch geil aus. So ein Hotdog Classic. Die haben sogar Quiche. Quiche hier, guck mal, Mini Quiche. Das ist schon jetzt. So ein Leberkäse. Der Laden hat ja noch bis 9 Uhr auf. Ja. So ein Leberkäsebrötchen ist auch geil, Harry. So ein Leberkäsebrötchen. Aber pass auf wegen dem Virus, ne? Wollen wir jetzt aber erstmal von der Biene hinterher. Ja, das ist gut. Diese Bienenstichplunder, die sehen doch auch geil aus, ne? So Bienenstichplunder. Hm. Und man chillt mal bei mir, Harry. Bei mir in der Bude. Rauchst du eigentlich Schaubon, Harry? Das ist reduziert, ja? Rauchst du eigentlich Schaubon, Harry? Haschbon, komm mal einen Raum bei mir. Eine fette Haschbon wie früher. Hast du einen? Nee, leider nicht, aber man kauft es hier. So eine fette mit Bubble, so 1 Meter Bon. So wie früher. Weißt du noch, Rainer bei mir, auf der Couch, das Riesending. Von Thorsten, das 1 Meter Bubble da, das 1 Meter Ding. Wo so schön gedampft, ne? Hier, 75 Cent Alarm. Ist gut, ne? Tuck. Ich habe aber zwar noch eine halbe. Aber die da ist geil, ne? Ja, hör mal, aber die kosten 3 Euro, die Scheiße. Guck mal, was das für ein Batz ist. Ich hab mir gestern diese... Wie viel ist das eigentlich? 270 Gramm, wie ist da? 100 Gramm. 100 Gramm. Bisschen billiger. Ja, das sind fast 3 Stück. Ja. Bisschen günstiger. Ich hab mir gestern diese Schoko-Kellogs geholt von früher, ja, wo ich vom Kind kannte. Ey, die sind so widerlich geworden, so klein und schmecken gar nicht mehr so süß. Ja. Das ist alles nur Betrug. Aber ich wette mir die, Harry, in echt sieht der nicht so geil aus. In echt schmeckt der auch nicht so gut. Ja, geil, der aussieht. Ja, der sieht schon geil aus, ja. Aber ich glaube nicht, dass das in echt so genauso geil aussieht. Wie bei McDonalds. Auf den Bildern sieht es auch anders aus, weißt du? Das ist alles Produktfälschung. Guck mal, die Kleine da vorne, ich glaube, die steht auf uns, Harry. Und? Harry, du hast so ein breites Kreuz, die Leute kommen nicht durch, Alter. Knoppers, Riegel, Kokos. Ja, wo ist das? Alle ausverkauft. Und was soll ich sagen? Achso, ich wollte sagen, schön, dich wieder zu sehen, Harry. Wie lange haben wir uns ja gesehen? Seit letztes Jahr Sommer, so 6, 7 Monate, ne? 7, 8 Monate. Stimmt, Alter. Guck mal, bei dem ist dir schon mal aufgefallen, bei dem machen die immer ein neues Gesicht drauf. Jetzt ist wieder ein anderes Gesicht, weißt du? Früher war ein anderes Gesicht drauf, ne? Harry, bei dem. Amicelli. Die dürfen jetzt auch Italien noch nichts mehr bringen, ja? Weil das ist jetzt komplett Sperre. Exportsperre, Harry, ne? Wegen dem scheiß Virus. Nee, das Zeug kannst du selber essen. Ich gehe zu Quattro Cali. Da kommt nur das Besteck aus der Dose. Ich gehe zu Quattro Cali. Kennst du das? Quattro Cali. Und Harry, findest du das mit dem Virus übertrieben oder meinst du, das ist schon berechtigt, die Sorge? Die Sorge ist die berechtigt. Harry. Ne? Aber du hast kein Virus, Harry, oder? Ja, ich bin immer noch ein Terminator. Der Conan, Alter. Du bist der Conan. Kennst du mich nicht? Kennst du mich nicht als Conan, der Barbar? Ja doch, das haben wir dann bei dir früher geguckt. Und haben eine dicke, fette Punkt-Punkt-Punkt-Pfeife geraucht. Ne? Weißt du noch, wo mein Cousin abgehauen ist, der Feigling. Jetzt für die Jahreszeit ist eigentlich so hohes C ganz gut, ja? So mit Vitamine halt. Mit so schönen Vitamine, mit so Sonnenblumenkerne, also, weißt du? Mit Gefühlsecht, weißt du, Sonnenvitamin. Gefühlsecht, Schari, ja? Guck mal hier, der Angebot, ey. Die machen richtige Kampfpreise jetzt, weil wenn der, dann der Notstand ist, der Lebensmittelnotstand, wird alles teurer, ja? Da gibt es wieder Inflation, stimmt, weißt du? Das stimmt auch geil hier, ey. Milka Tuck. Ja, normal ist das geil, Alter. Oder hier mit der Kuh. Wie macht die Kuh, Harry? Wie macht die Kuh? Buh. Wie macht der Wolf? Au. Haben Sie auch schon Schiss wegen dem Virus? Sorry? Hi, haben Sie auch schon Angst wegen dem Virus? Ja. Möchten Sie mal kurz was sagen zum Virus? Glauben Sie besser Maske aufziehen oder nein? I don't speak. You speak English, no problem. I talk about the coronavirus. I want to ask you if it's good to take the masks or in your mind you don't have to take the masks. It's for the security. For the illness, you know what I mean? I think it's better to take the mask. I also think so. Yeah. But when? It's time. It's today or tomorrow? When to take?
Because in Germany you have you can't buy them anymore. Everybody wants them and nobody brings them from the so it's a little bit difficult now. Yeah. And you come from I think from USA or what? You come from the States? No. Where you come from? I come from the Philippines. Oh, from the Philippines. And your English is so excellent. Oh, thank you. No, no problem. I have a YouTube channel, my dear. You want to say hello short? No. Just for a second. No. Okay, sorry. I wish you a nice time. Have a nice day. Thanks. And I love the Philippines. I have a few Facebook friends from Philippines. That's great. Very nice, friendly. Okay, have a nice day. No problem. Ari, holen wir uns jetzt die Schokolade oder nicht? Ari? Holen wir uns jetzt die Schokolade oder nicht? Die da. Okay. Ja, jetzt kommt Security.